mit dann herkommen und den Döner hier essen. Weil bis jetzt auf dem Abschnitt ist es auf jeden Fall der beste Döner. Cottbusser Platz. Ich teste alle Döner in U-Bahnhöfen oder direkt daneben in ganz Berlin. Was geht ab, meine Schleckermäuschen? Wir sind jetzt hier angekommen am U-Bahnhof Cottbusser Platz. Der nächstgelegene Dönerladen. Direkt hier, Mr. Richie, Döner und Burger. Den testen wir jetzt mal aus. Ich habe Hunger mitgebracht. Los geht's. So, mein Steckermäuschen, das hier ist jetzt das Prachtexemplar vom U-Bahnhof Cottbusser Platz von Mr. Richie. Erster Eindruck, Wespe, dir gefällt's auch. So, also, was springt uns hier ins Auge? Das ist ein ganz normaler Standarddöner, aber er hat hier noch Grillgemüse drauf. Haben wir ja gerade mal gefilmt. Also nicht frittiertes Gemüse, sondern hat er noch mal kurz auf den Grill geschmissen, der junge Mann. Möhre, Zucchini. Ja, ist halt so ein... Ich denke mal, das ist vorfrittiert. Und dann auf dem Grill gibt es noch mal eine extra Temperatur. Testen wir mal gleich mal hier die Soße. Knoblauchsoße sieht ganz gut aus, schmeckt auch lecker. Brot, haben wir schön viel Sesam am Start. Und hinten Alibi-Kümmel 1, 2, 3, 4, 5 mal Schwarzkümmel ist auch mit dabei. Spieß haben wir, Standard-Hackspieß. Und es ist die gleiche Produktion, wie wir es am Nauner Platz hatten. Also geschmacklich geil, geiler Döner-Taste, aber wieder mit 1 Milliarde Inhaltsstoffe. Gucken wir mal, behalten wir im Hinterkopf. So, jetzt beißen wir mal ab hier von dem Riesending. Ja. Also hat was mit dem Grillgemüse. Dankeschön. Dieser Döner hat auf jeden Fall seine eigene Handschrift, seinen eigenen Charakter. Dieses Grillgemüse kannst du dir auf Wunsch drauf machen lassen, ist im Preis mit drin. Kannst aber auch sagen, muss nicht sein. Hat er mir eben extra nochmal gesagt. Ist das bei euch Standard mit dem Grillgemüse? Ja. Oder ist es immer extra? Nee, wir machen so. Genau, das so manche, wenn sie nicht wollen, dann machen wir nicht rein. Also aber es ist, normalerweise ist ein Preis mit drin dann, ja? Genau, Preis drin, nicht extra. Sehr gut. Ich versuche gerade hier ein bisschen Ordnung zu machen. Ist schon sehr beladen. Also geschmacklich geht der voll klar. Wenn wir jetzt mal den Döner nur auf das Fleisch reduzieren und das den jetzt vergleichen mit Nauner Platz, da hatten wir dieselbe Produktion, selbe Spieß, selbe Inhaltsstoffe. Da hat er dann eine 4,0 gehabt, ne? Aber was der hier noch so an Add-ons hat, die aber lustigerweise passen. Ich bin zwar, ihr wisst, ich bin nicht so ein Fan von so viel Möhre im Döner, aber mit den Zucchini und Auberginen geht klar. Also muss man mögen, aber es schmeckt. Es harmoniert schon, es passt. Ich erzähle euch mal was ganz kurz hier zu dem Laden. Der Besitzer hat ihn vor ein paar Jahren mal übernommen, hat hier alles abgerissen, hat Neues hingestellt, hat auch so eine Bar gegenüber direkt übernommen. Da haben wir Richies Bar, Mr. Richie. Er ist auch eigentlich auf Burger spezialisiert. Also er hat Burger und Döner. Zusätzlich haben die auch viele so türkische Grillgerichte. Und das hat er mir auch gerade nochmal gezeigt, alles frisch. Also das ist keine TK-Ware. Also gerade die Burger-Patties, alle waren vorgearbeitet und schön in der Kühlung drin. Keine TK-Ware. Normalerweise bei so einem U-Bahn-Ausgang-Imbiss erwartest du ja, dass wenn der Burger anbietet und auch hier in so einer Gegend, sage ich mal, nicht, dass es so einen frischen Burger gibt. Das ist ein ganz normaler Imbiss. Yalla, werden die Burger genauso durchgerotzt wie die Döner. Da ist auf jeden Fall ein bisschen Gastronomie, Handwerk mit drin und ein bisschen Liebe im Detail. Das Einzige, was mir bei diesem Döner hier nicht hundertprozentig passt vom Konzept, ist das Fleisch von der Qualität her. Es schmeckt aber, ihr kennt das Spiel ja, aber da sind halt sehr viele Geschmacksverstärker drin sind. Vielleicht können wir da nochmal sagen, dass er irgendwann mal auf eine andere Produktion zugreifen könnte. Muss er aber nicht, ne? Ist ja immer so ein Ding. Aber so wie der Döner sich jetzt hier präsentiert mit diesem gegrillten Gemüse bzw. frittiertem Gemüse, was nochmal kurz auf dem Grill erwärmt wurde, hat er schon seine eigene Handschrift. Also wenn ich in Hönow wohnen würde oder die ganzen anderen Stationen, die wir bis jetzt hatten, würde ich dann herkommen und den Döner hier essen. Weil bis jetzt auf dem Abschnitt ist es auf jeden Fall der beste Döner bis jetzt, den wir hatten. Also, dieser Döner hier kriegt von mir eine starke 5,5 von 10. Mr. Richie kann man sich geben und auf jeden Fall das beste Ding bis jetzt hier auf der Strecke. Also gönnt euch.
So, mein Schlägermäulchen, das war's hier vom Cottbusser Platz. Ein sehr spannender Laden. Auf jeden Fall muss man sagen, mit einem sehr netten, lustigen, engagierten und hochmotivierten Gastronomen dahinter. Das ist zwar auf den ersten Blick so eine 0815 Imbissbude, sage ich mal, aber da steckt viel mehr hinter. Wir haben gerade noch mal einen Burger probieren dürfen. Haben wir uns für einen Chili Cheeseburger entschieden. Mit wirklich frischem Fleisch, keine TK-Ware. Und der war lecker, ganz ehrlich. Und es macht den Laden auf jeden Fall besonders, weil die Burger sind echt frisch und haben eine geile Qualität, sind sehr lecker. Der Döner, das ist das Einzige, ist halt der Spieß, ne? Aber der Rest vom Döner passt wirklich. Wir haben auch gerade noch mal ein bisschen Deep Dive gemacht, hat uns noch mal seine Soße gezeigt und die ist ja wirklich voll abgefahren. Also auch hier gar keine, die habe ich vorhin echt nicht rausschmecken können, weil das ist auch gleichzeitig das Problem, diese Übermotivation. Der Döner war so überladen mit diesem Grillgemüse und dies und so viele Geschmäcker, dass die geile Soße gar nicht so rausgekommen ist. Der meinte, da war irgendwie eingelegte Artischocke drin und kleine Gürkchen und bla bla bla. Wir haben die Soße pur probiert. Richtig lecker. Also die scharfe Soße, kein Ketchup hier. Also auf jeden Fall auch mal herauszuheben. Alles selbst gemacht, handgemacht, sehr viele Sachen drin und pur hat die richtig geil geschmeckt. Und ich denke mal, den Laden, da können sich die Leute hier im großen Radius in der Umgebung echt glücklich schätzen, weil die Burger sind wirklich lecker. Wir haben jetzt so den einen getestet, aber der war wirklich gut. Adana-Kebab und Shish-Kebab, verschiedene Sachen, Lamm-Sachen, hat ja auch ganz viele Pommes-Varianten von Potato, Sweet Potato, kleine, große, in allen möglichen Formen. Diese ganzen, alles, was du in eine Fritteuse ballern kannst, Fingerfood, Mozzarella-Stick, hat ja auch alles da. Döner ist okay, kann man sich geben, ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, sein Alleinstellungsmerkmal sind halt die frittierten, gegrillten Sachen, die noch on top sind. Das Fleisch soll dahingestellt sein. Brot super, Soßen spitze, auch mit einer sehr quirligen Putzfrau. Die sieht man dann noch im Hintergrund. Hatte man auch noch nie gehabt, so in einem Dönerladen. Zugehackt bis oben, so eine richtige Gabi. War auf jeden Fall nett, sehr Herzensmenschen, musst du sagen. Wirklich nett, offen, freundlich. Ich glaube, nächstes Mal würde ich mir nicht mit diesem ganzen Gemüse holen oder nur mit dem Gemüse und ohne Salat, weil das war dann irgendwie zu viel. Also vielleicht dann den Salat raus, komplett raus und nur dieses Grillgemüse rein und diese scharfe Soße. Dann ist der bestimmt ziemlich geil, hat auch so ein Alleinstellungsmerkmal. Das Fleisch, wie gesagt, ist ja auch zwar voll geballert mit Geschmacksverstärkern und ist es schon in meiner Bewertung mit drin, weil ihr jetzt gesagt, ihr denkt jetzt, ich gehe auch noch mal ein bisschen runter. Das haben wir jetzt schon vorher, habe ich mit einkalkuliert. Sonst hätte ich ihn ein bisschen höher bewertet. Dann wäre bei mir locker eine 6 gewesen, 6,2 durch den Spieß, 5,5. Nächste Station dann, U-Bahnhof Kienberg, geltender Wert. Geltender Wert. Nächste Station dann, Kienberg, Gärten der Welt. Bis dahin, meine Schleckermöschen, haut da rein. Yeah. Bis zum nächsten Mal.